Herzlich willkommen bei dem Video. Ich muss es jetzt schnell machen, weil ich habe nicht so viel Platz am Handy. Egal. Also meinen Namen werde ich nicht nennen, aus Sicherheitsgründen. Ich habe ja auch ein Recht auf Unversehrtheit. Mein Gesicht werde ich aber zeigen, weil ich finde, man sollte Gesicht zeigen gegen totalitäre Ideologien und gegen die gefährlichen Bestandteile im Islam, gegen die Missstände in unserem Land. Wir müssen auf jeden Fall dafür kämpfen, Gesicht zeigen und den Mund aufmachen. Ganz ehrlich. Und jetzt habe ich schon was zum Islam gesagt gerade, das auch das Thema in diesem Video wird. Also bitte nicht sofort abschalten. Dies wird kein Propaganda-Video oder ein Hass-Video. Ich werde in diesem Video ganz sachlich beschreiben, wie ich an das Thema Islam herangetreten bin. Wie ich darauf aufmerksam wurde und auch wie ich den Koran empfunden habe, als ich ihn gelesen habe, wie ich die Biografie des Propheten Mohammed empfunden habe, als ich sie gelesen habe und natürlich auch, wie sich meine Meinung hinsichtlich des Islams verändert hat, aufgrund des Wissens, das ich mir neutral angeeignet habe. Ich fange jetzt an, und zwar in der 8. Klasse hatten wir ein Wochenprojekt, also eine eine Projektwoche, so. Da hatten wir einen Religionstausch, Moslems zum christlichen Unterricht und die Christen zum islamischen Unterricht. Fand ich eigentlich ganz gut, weil dann konnte man sich ein bisschen mehr kennenlernen. Und da hatten wir dann auch schon die Biografie des Propheten Mohammed durchgenommen, was ich schon ein bisschen kritisch fand. Obwohl auch viele Sachen da nicht genannt wurden, wie beispielsweise, dass er eine 6-Jährige geheiratet hat und mit 9 die Ehe vollzogen hat. Das fand ich ein bisschen krank. Aber, ja, ist halt Schule. Ich meine, die müssen ja auch ein bisschen da gucken. Was ich zwar eigentlich rassistisch finde gegen uns gegenüber, aber das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall habe ich dann halt mich ein bisschen mehr damit beschäftigt schon. Und dann hieß es auch im Unterricht, es gibt Islam, Islamismus und es ist nicht dasselbe. Die Islamisten, also die Islamismus betreiben, sage ich jetzt mal, das sind solche Menschen, die den Islam falsch interpretieren oder so zusammenlegen, dass sie quasi eine Begründung haben für ihre Morde oder für ihr Töten, für ihren Kampf. Und da habe ich mir gedacht, okay, wenn es Menschen gibt, die sich darauf begründen, müssen die ja irgendetwas da drin haben in dem Koran, womit sie das begründen können. Was ist das? Und dann habe ich ein bisschen im Internet so geguckt, nach Videos so, ganz normal halt, wie so eigentlich fast alle Leute das machen. Und da bin ich dann halt nach ein paar Videos dann auch auf eins von Michael Stürzenberger gestoßen. Den kennen bestimmt auch einige von Ihnen. Wenn nicht, schauen Sie mal rein bei YouTube Mallerich. Schauen Sie sich das gerne mal an. Es geht nicht darum, ob man seiner Meinung ist. Und ich will auch nicht, dass Menschen jetzt seine Meinung werden oder irgendwas. Es geht nur darum, dass man hört, was er sagt und dass man sich Gedanken darüber macht. Weil es geht ja nicht nur darum, den Menschen zuzuhören, die derselben Meinung sind. Sonst findet man nie einen gemeinsamen Nenner und kommt nie politisch voran. So. Auf jeden Fall habe ich ein Video von diesem Mann gesehen. Ich sage nur so viel, er ist Journalist für PE News, also Political Incorrect. War CSU-Pressesprecher, war es glaube ich, in München. Der ist aber ausgetreten, freiwillig. So ist er glaube ich noch freier Journalist. Und ich kann nur so viel sagen, ich finde, er macht seine Sachen eigentlich sehr sachlich, sehr sauber. Deswegen kann man ihm jetzt echt nichts an Hetze oder irgendwas vorwerfen. Aber wie gesagt, das ist ein anderes Thema. Nur so viel für die Leute, die den nicht kennen. Ich würde es auf jeden Fall empfehlen, mal ein Video zu sehen. Ich habe ein Video gesehen gehabt, das erste Video, da habe ich gedacht, oh Gott, was ist das für ein verrückter Kerl. Ganz ehrlich, ich habe mir gedacht, was hat er gegen diese armen Menschen? Aber mir war noch so vieles gar nicht klar. Und genau das ist der Eindruck, den ich hatte, den haben die meisten Menschen. Ich würde sogar sagen, fast alle Menschen. Wenn sie das erste Mal auf den Herrn Stürzenberger stoßen oder mit ihm reden, es gibt auch ein paar, die werden direkt überzeugt, was ich natürlich Quatsch finde. Aber ich habe mir gedacht, okay, es gibt nur eine Möglichkeit herauszufinden, ob das wirklich so schlimm ist, ob das wirklich im Koran drinsteht. Ich muss ihn lesen, selbst lesen. Ganz neutral. Ich bin dann über wie heißt das Amt? Zentralamt für Muslime, Deutschland? So heißt es, glaube ich, Zentralamt für Muslime. Da gibt es nämlich einen Link extra von dieser Seite auf eine andere Islamseite, wo eine legitimierte, auf Saudi-Arabien auch befürwortete Übersetzung des Korans zu finden ist.
Also die zeigen wirklich hier, das ist unser Koran, da können Sie den lesen. Vom Zentralrat der Muslime. Und da habe ich mir diesen Koran halt, habe ich ihn angefangen zu lesen. Und dann fängt der Moderat an, so mit eher so Sachen wie, ja, der Mann muss den Bart lang tragen, so normale Sachen halt, oder die Frau muss ihren Haar bedecken. Und dann ging es aber auch schon so weit, dass es hieß, ja, wir dürfen Juden und Christen nicht verletzen, nicht töten, weil sie am Ende ihres Lebens sowieso von Allah quasi in die Hölle geschickt werden und dort auf ewig brennen, die werden gerichtet. Fand ich schon ein bisschen heftig, aber ist ja deckend mit dem Christentum, was diesen Punkt angeht. Deswegen, ich muss dazu sagen, ich bin kein Christ, ich bin kein Moslem, ich bin Atheist. Beschäftige mich aber trotzdem sehr damit, weil das ein wichtiges Thema ist. Und dann habe ich weitergelesen natürlich. Nach und nach ging es dann immer radikaler, gewalttätiger und gewaltfordernder. Bis dann so Sprüche fielen wie: Vertreibt die Ungläubigen von der heiligen Moschee und tötet sie, bis sie in ihren eigenen Landen sind. Irgendwie ungefähr so. Mir geht es jetzt auch nicht darum, ob ich jetzt die Suren und Verse sagen kann und sowas. Ich meine, lest einfach das Buch selber, dann wisst ihr es. Dann gab es auch Sachen wie: Schlag den Ungläubigen die Hände und Füße wechselseitig ab. Juden sind die Affen und Schweine. Wird auch auf Christen, zu Christen gesagt an manchen Stellen. Es gab Sachen wie: Tötet die Ungläubigen, wo immer sie findet. Nimmt keine Juden und Christen zu Freunden. Oder wenn es jetzt mal um die Frau geht, gab es auch: Die Frau muss dem Mann immer zu Willen sein. Oder wenn die Frauen widerspenstig sind, dann schlagt sie. Also die zwei Sprüche finde ich halt ziemlich heftig. In Bezug darauf, dass sehr, sehr viele Europäerinnen den Islam oder den Koran verteidigen. Und ich finde, man kann doch nichts verteidigen, was man nicht kennt. Und mir geht es jetzt nicht darum, um Angst zu machen vor Fremden. Ich möchte nur, dass man darüber reden kann. Dass man darüber reden kann und eine Lösung findet. Und diese Lösung ist auch gegeben von Michael Stürzenberger. Ich muss sagen, das ist eigentlich eine vernünftige Lösung. Denn diese ganzen Bestandteile, dieses Gewaltfordernde, diese Tötungsbefehle und dieses Scharia-System, also dieses politische System, diese machtfordernde Regierung quasi, weil der Islam wird dann quasi als Regierung angesehen, dass man das, also als politischen Islam beschrieben, auch von der CSU, dass man das verbietet. In Österreich haben wir es schon so, dass das verboten wurde. Ich finde auch, ein Burka-Verbot ist sinnvoll. Kopftuchverbot würde ich lassen, weil ich finde, die Menschen haben immer noch ein Recht, selbst zu entscheiden, ob sie das tragen. Auch wenn das eigentlich ja im Koran eine Art von Symbolisierung ist. Man sagt, guck mal, ich bin ein Muslima. Denn im Islam gibt es auch ein Wertesystem, kann man so ungefähr sagen, dass ein Muslima, eine Frau, ist eigentlich nur ein halber Mensch. Aber auch nur, wenn sie ein Kopftuch trägt und eine richtige Muslima ist und sich an alle Gesetze hält und immer beten geht und alle ihre Pflichten als Ehefrau auch erfüllt, dann ist sie ein halber Mensch. Und das finde ich halt krass, dass ein Mann mehr wert ist als eine Frau. Warum? Es ist doch genau dasselbe. Es ist egal, ob Frau oder Mann. Wir sind zwar unterschiedliche Geschlechter und klar haben wir äußerliche Unterschiede oder vielleicht auch von der Art, wie wir uns verhalten, vielleicht ein bisschen, aber wir sind ja trotzdem Menschen. Und das ist der Punkt. Wir haben ja trotzdem 10 Finger, wir haben trotzdem 2 Augen, eine Nase. Also, solange nichts fehlt, ne? Aber warum müssen wir darüber diskutieren? Warum müssen wir darüber diskutieren, ob eine Frau dasselbe Recht hat wie ein Mann? Warum? Und warum kämpfen Frauen gegen ihre Rechte? Das ist doch Quatsch. Also, wenn ich eine Frau sehe, die sagt, der Islam ist friedlich oder der Islam bedeutet Frieden, dann sehe ich vor mir immer einen Juden mit einem Haken, der eine Hakenkreuzfahne weht. Sehe ich vor mir. Es ist genau dasselbe Paradoxon. Ich bin perplex, weil ich kann es nicht verstehen. Es ist für mich irrational. Und ich meine, genau durch den Islam haben wir jetzt genau dieselbe Gefahr wie vor knapp 100 Jahren durch den Nationalismus.